Dummheit kann man lernen. Ja, schön zu wissen, oder? Ja, ihr habt euch nicht verhört. Ja, klar, man kann Dummheit lernen. Ich habe erst vor kurzem gehört, was, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du in den Raum falsch. Das stimmt wirklich. Das ist wirklich Realität. Aber vorab erstmal ganz wichtig: Niemand ist dumm geboren. Wir sorgen nur selbst dafür, wie blöd wir eigentlich werden oder wie intelligent wir werden. Jeder ist sein eigenes Glück geschmied. Davon habt ihr bestimmt schon mal was gehört, oder? Aber erstmal, wie kannst du eigentlich Dummheit lernen? Wenn ich schon darauf komme, wie kannst du Dummheit lernen? Ich habe jetzt noch ein paar Punkte, die ich ja benennen könnte. Ganz schlichte, einfache Punkte. Wenn du die einhältst, wirst du automatisch blöd. So, ignoriere deine Meinung. Werde einfach Mitläufer. Denk gar nicht mehr selber nach. Alles, was andere sagen, das stimmt immer, egal ob es richtig oder falsch ist. Hör auf, selbst zu denken. Glaube alles, was andere sagen. Das meine ich ja damit. Kollektivverhalten vor Selbsterhaltung. Was meine ich damit? Kollektivverhalten, die anderen bestimmen über dich und du ignorierst und machst deine eigenen Urinstinkte. Egal, ob es für dich gefährlich ist oder nicht. Wer nicht auf seine eigene Selbsterhaltung achtet, der ist einfach nur bescheuert. Denn der Körper zeigt dir Alarmzeichen. Und wenn man die missachtet, ist man wirklich dämlich. Der Körper macht es ja nicht umsonst. Der Körper hat wirklich eine eigene Funktion, sich zu schützen. Und er zeigt es uns auch. Deswegen meine ich Kollektivverhalten vor Selbsterhaltung. Glaube doch lieber den Medien als das, was du selber denkst. Das, was du selber denkst. Wenn du deine eigene Meinung ignorierst, ja, wenn du das denkst, wenn du deine eigene Logik ignorierst und lieber das im Fernsehen schaust, am besten ZDF und ARD, das sind ja die besten Sender. Ja, was soll ich sagen? Dann wirst du echt zum Vollidioten. Denn die Medien haben ja dann immer recht. Das, was im Fernsehen kommt, muss ja immer recht haben, wa? Thema Meinungsfreiheit. Zensur. Sag immer das, was andere hören wollen, damit du auch gemocht wirst. Also, lieber sollen dich die anderen mögen, anstatt du deine eigene Meinung wirklich sagst. Anstatt einmal mal auf deine eigene Meinung zu achten und auch mal ein paar Köpfe anzustoßen. Also, überleg dir genau, was du möchtest. Möchtest du lieber andere verletzen, aber dir trotzdem selbst treu sein, oder möchtest du lieber andere in den Arsch kriechen, dich einschleimen, andere belügen, nur damit du gemocht werden möchtest. Das kannst du dann entscheiden. Part 2 ist natürlich der, wenn du zum vollständigen Idioten werden möchtest. Halbwissen ist ja natürlich wichtiger als Expertenwissen. Also du liest mal kurz eine Zeitung, da steht mal ein Dreisatz über das Thema und du bildest dir jetzt dein eigenes Urteil mit natürlich einer Sache nach der anderen und das ist dann für dich persönlich schlüssig, anstatt einmal mal auf das Wissen der Experten zu hören. Also echte Experten, richtige Experten. Nicht ja, jemand da, der ständig durch Talkshows läuft. Den Namen muss ich ja nicht erwähnen. Der ist ja kein richtiger Experte, wie sich ja schon rausgestellt hat. Gut. Ja. Bist du selbstbewusst? Kannst du auch mal für dich sein? Oder musst du immer im Mittelpunkt stehen? Komme, was wolle. Was ist dir wichtiger? Wenn du immer im Mittelpunkt stehen möchtest, egal ob du blöd bist oder intelligent bist, dann ist das nicht, dann ist das auch dämlich. Denn man muss auch mal wirklich vor oder hinter der Tür stehen, um sich selbst treu zu sein. Ja. Und am besten ist, du hast ja Halbwissen, also du hast Halbwissen und so weiter, du kennst jemanden, der hat irgendein Problem und du stellst nicht permanent ungefragte Ratschläge. Ist egal, ob der es hören möchte oder nicht. Hast davon eigentlich gar keine Ahnung, hast es noch nie angewendet, aber gibt es nicht ständig Ratschläge darüber? Wow. Man denkt ja erstmal, oh cool, der hat Ahnung. Schaut man aber dann hinter deine Materie, hinter deine Person und sieht, dass du es selber nicht machst, dass du es selber nicht beachtest, pass auf, wenn du Ratschläge gibst.
Wenn du es selber nicht beachtest, das könnte schon etwas dämlich rüberkommen. So, es gibt aber auch Anzeichen, wie man mangelnde Intelligenz, ja, naja, entdeckt. Das habe ich auch nur so extern rausgefunden. Deswegen übernehme ich das einmal mal. Ich lese es doch einfach mal vor. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen dumm anstellen beim Lesen, weil ich habe mich jetzt schon ein bisschen dumm gelernt hier. Niemals seine Meinung ändern. Auch wenn sie falsch ist. Scheiße, den Satz habe ich jetzt richtig gelesen. Mann, ey, ich müsste dumm wirken. Lauter sprechen, richtig brüllen, brüllen, brüllen. Ich würde jetzt keine brüllen, aber meine Tochter schläft nebenan. Und am besten andere immer übertönen. Um beim Streit zu gewinnen, um immer recht zu haben, um egal, um immer das letzte Wort zu haben. Wisst ihr, wie dämlich das ist? Ihr werdet nie mehr danach gefragt. So, eine starke Meinung äußern zu Themen, von denen ihr selber keine Ahnung habt. So, zu denken, dass man alles weiß. Habt ihr schon mal Menschen erlebt, die sagen, das weiß ich doch alles. Ja, ich weiß doch alles. Sorry, die wissen gar nichts. Denn niemand weiß alles. Selbst ich in meiner Branche, in meinem Fachgebiet, zum Beispiel FAS und FASD zum Beispiel, ist einer meiner Fachgebiete. Also Facieles Alkoholsyndrom und hyperaktiv und hypoaktiv, also der Unterschied zwischen hyperaktiv und hypoaktiv für die Intelligenzschwachen ist, Hypo ist zu wenig und Hyper ist so viel, ja. Oh Mann, jetzt habe ich mich ja schon wieder intelligent angestellt. Ach Mensch, ich wollte mich noch blöd anstellen, hätte ich umgekehrt sagen müssen. Ja, man weiß nie alles. Es gibt immer einen, der schlauer ist als du. Ja, man lernt nie aus. Menschen, die antworten, wir haben es immer so gemacht. Das sind die Menschen, die gerne im Mittelalter leben. Wir haben das vor 10 Jahren so gemacht. Und das bleibt alles so, wie es ist. Ach ja, stimmt, ihr kennt ja Frauentausch. Es bleibt alles so, wie es ist. Und da ist auch nicht mehr ganz helle in der Birne. Vor allem Menschen, die nie aus ihren Fehlern lernen. Also ehrlich, stellt euch mal vor, du möchtest jetzt mal die Dummheit lernen. Und du rennst jetzt 10 Mal gegen die Tür. Bumm, oh Scheiße, Nase, aua. Bumm, oh Scheiße, Nase, aua. Du lernst nie aus deinen Fehlern, bis dir die Nase irgendwann mal abfällt. Ist doch dämlich, anstatt einfach mal die Klinke zu öffnen und durchzugehen. Und jetzt kommt natürlich das Highlight, wo ich das gehört habe, lachen musste. Seine Musik anderen aufzwingen. Ach, das sind ja diese Jugendlichen, man kann sie nicht wirklich dumm nennen. Die sind ungebildet und unreif. Die damals, nannte man die Ghetto Blaster Generation. Da ist man mit dem Ghetto Blaster auf der Schulter, mit so einem riesigen Geschoss auf der Schulter rumgelaufen auf der Straße. Man möchte cool wirken. Man hat dann aber total dumm gewirkt. Wenn man es danach selber rausgefunden hat und hat es danach sein gelassen. Heute gibt es diese kleinen Mini-Boxen, am besten noch mit, wie heißt es nochmal, mit Bluetooth. Und macht dann erstmal mitten auf der Straße seine, weiß nicht, Techno, Hip-Hop, am schlimmsten ist ja diese Hip-Hop-Musik, Techno geht, Techno ist ja ganz gut, gerade wenn man mal ein bisschen drauf sein möchte. Aber die ständig anderen ihre Musik aufzwingen wollen, obwohl die das gar nicht hören wollen, sollen die sich doch irgendwelche Ohrstöpsel in die Ohren jagen. Und dann hören sie es auch, aber nee, sie müssen so eine Boxen beschleppen und die ganze Stadt damit erstmal infizieren. Mein Gott. Gut, Dummheit kann man lernen. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gegeben. Wenn ihr dumm werden wollt, beachtet doch einmal mal die Punkte. Wenn ihr intelligent werden wolltet, ignoriert dieses Video. Eure Entscheidung.